Native Power God haben. Und immer wenn wir einen Biomaler aufbauen oder eine Veranstaltung haben, haben wir so tolles Wetter, dass wir bisher noch nie wirklich irgendeine Veranstaltung absagen mussten. Weder draußen noch drin. Ihr habt von mir heute die Unterlagen dazu gehören, per Internet zugestellt bekommen. Wenn irgendjemand das noch nicht gekriegt hatte, dann einfach nochmal reklamieren. Das sind zwei relativ kleine Dateien. Einmal gehen wir diese jetzt durch. Ihr müsst aus meiner Sicht nicht unbedingt was mitschreiben. Das ist alles in dem Dokument sozusagen enthalten. Das zweite ist eine Bedienungsanleitung zur Biogasanlage, die, denke ich, relativ simpel ist und ist in Englisch. Das kommt euch entgegen. Und die meisten anderen, die hier sind, oder der eine oder andere, die sind wahrscheinlich vom Kopf da durch. Aber die werden das im Laufe der Zeit auch alles in Deutsch umstellen. Alle die Leute, die auch bei uns Vereinsmitglied sind, bekommen alle Dokumente sowieso in einem Bereich eingestellt, wo sie sich das runterladen können. Und alles das, was an Variation 1, 2, 3, 4, 5 noch folgen wird, ist dann da im Internet auch abrufbar. Und die Seminarteilnehmer, die nicht Vereinsmitglied sind, kriegen auch auf alle Fälle die Unterlagen, wenn sie erneuert werden, auch mitgeliefert. Also ihr habt Anspruch auf gutes Material. Ja, ich denke, dass wir jetzt fast alle ganz wichtigen Punkte praktisch berührt haben. Wir haben darüber gesprochen, woraus setzt sich das Material zusammen. Wie kommt es in die Anlage rein? Wie ist die Durchlaufzeit? Was macht man mit dem Material, wenn es rauskommt? Wie startet man es? Mit Assist. Das ist alles. Ah, das ist alles, ja. Kein Unterstreit, wenn man möchte. Diese Zeolith. Ja, also Zeolith ist eine Sache, die man zugeben kann, aber das ist eine Sache, wo man noch ein bisschen Erfahrung sammeln muss. Also Zeolith zum Starten ist nicht unbedingt notwendig. Also, am sichersten und am einfachsten startet man mit Kuhmist. Wenn man den Kuhmist nicht hat und keine wässrige Lösung mit Kuhmist machen kann, dann kann man auch mit dem ganz normalen Material starten, was man zur Verfügung hat. Bloß dann kann es eben sein, dass es schon 20 bis 30 Tage dauert, bis die Methangaslösung durch ist, dass man ein Feuer da kommt. Was haltet ihr davon, wenn wir so morgen um 9 Uhr uns wieder hier treffen? Ist das okay? Oder ist das zu spät? 9 Uhr ist okay? Können wir länger machen. Komm auf. Hier, also wenn wir drüben um 8 Uhr frühstücken, ist das okay? Ja. Und dann sind wir um 9 Uhr. Wollt ihr mal ganz kurz hier mit gucken? Okay. Anfangen. Also ganz egal, welche Fermentergröße ihr jetzt bestellt habt oder praktisch zur Auslieferung kommt, das ist jetzt der Fermenter, der 1 Kubikmeter hat. Dieser Fermenter hat hier eine Stabilisierung. Die Flüssigkeit steht dann nachher sozusagen hier drin. Soweit wird es aufgefüllt. Die höhere Öffnung ist der Auslauf, also da läuft das Material wieder raus, was auf dieser Seite im Einlauf reingegeben wird. Und auf dieser gegenüberliegenden Seite hier befindet sich dann praktisch der Auslauf. Wenn man das praktisch einmal reinigen will im Jahr oder je nach Bedarf, der da ist, hat es da ein Auslaufventil, mit dem dann das System auch gereinigt werden kann. Wenn das aus irgendeinem Grunde draußen steht, dann wird an diesen Laschen hier mehr oder weniger so eine Art Ankerung gemacht, sodass man das Transportband oder so einmal hier oben drüber legt und auf dieser Seite dann den Boden festmacht. Und hier sind eben insgesamt 3 solche Laschen, damit das System sozusagen, wenn es draußen ist, erstmal steht. Das ist auch ganz wichtig zur Befüllung, denn normalerweise ist da ja noch kein Druck drauf. Wir haben es ja jetzt einfach nur mit Luft in die Form gebracht. Also wenn man jetzt Wasser reinfüllt, dann ist es schon ganz gut, dass das System erstmal so für sich eine gewisse Stabilität hat. Und dann allmählich bildet sich ja das Gas da drin. Und das ist eben Fermenter im unteren Bereich und Gasblase im oberen Bereich. Und das ist dann sozusagen schon alles.
habe jetzt hier Folgendes. Wir machen nochmal eine Dichtigkeitsprüfung von der Gasleitung. Mhm. Diese Gasleitung wird vermutlich dicht sein, aber nur damit jeder weiß, wie es zu machen ist. Ich habe also hier einen kleinen Schluck Wasser drin, habe hier ein Geschirrspülmittel, mache jetzt einen kräftigen Schluck hier rein, habe jetzt hier meinen Pinsel, kann also jeder beliebige Pinsel sein. Ich mische das jetzt hier ordentlich an, sodass es hier eine Geschirrspülmittelflüssigkeit gibt. Und diese Seifenlösung, die wird dann auf die Verbindung drauf gemacht. Und wenn irgendwo ein Leck wäre, würden sich jetzt hier automatisch kleine Bläschen bilden. Das ist nur, nicht nur, wenn man einen Druck hat. Wenn man ja? keinen Druck hat, naja, also im Moment ist kein Druck da drauf, aber... Mach das doch mal da vorne, dann sehen wir, ob das Leck ist. Ja, das können wir gleich mal machen. So, da wir jetzt sowieso alle hier sind und ich eure volle Aufmerksamkeit habe, möchte ich ganz gerne Peter Jan und Ari bitten, uns kurz zu erklären, was jetzt hier aufgebaut ist. Wir haben ja alle die technischen Dinge, die mit dem System zusammen geliefert worden sind, hier sozusagen aufgebaut. Ich denke, wir gehen einmal, ohne dass es alles angezündet wird und gemacht wird, einmal durch. Ich habe es schon angezündet. Habt ihr schon? Ja, ja. Die noch kein Pumpe, die Pumpe muss noch. Okay, gut. Dann, ja, wer von euch beiden möchte das erklären? Ari? Ja? Komm, erklär mal. Auf Deutsch, ja? Ja, natürlich. Das wird total, nee, auf Chinesisch. Ja, geht auch. Chinesisch machen wir das nächste Mal. Okay, auf Hollandeutsch. Wir fangen an mit dem Fermenter, ja, hier. Und das geht da. Da drüber. Nach die, und die Pumpe schließt auch die. Ist auch eine Absperrung? Ja. Weil wir das probiert haben, wir das Lampe öffnen mit dieser Absperrung, wir brauchen nichts. Okay. So, jetzt wir können das. Und da ist auch möglich. So was sehr typisch in der asiatischen Umgebung, das ist eben Reiskocher. Hat auch seinen Anschluss und kann direkt verwendet werden. Ja, die zwei Flammen hier, da braucht man nicht viel zu sagen. Und wenn wir das alles ausprobiert haben, werden wir noch den Stromgenerator anschließen und auch den Stromgenerator ausprobieren. Ich muss noch ein bisschen weniger machen. Das, jetzt verbrennt das. Das Netz muss verbrennen. Jetzt aus? Oder nicht? Das muss verbrennen. Das Netz muss auch verbrennen. Ah, okay. Ich muss jetzt mal durchbrennen. Das ist auch, das ist nachher ganz cool ist. Wir haben hier eine Pumpe, die dazu geeignet ist, um die Gülle entweder reinzupumpen, also das Material dann reinzupumpen, wenn es sehr wässrig ist. Das soll ja praktisch auf 100 Liter 10 bis 20 Kilometer, Kilo Feststoffe haben. Also das ist eine Pumpe, die auch die Feststoffe mit durchpumpt, um es in den Biomaler, in die Biogasanlage reinzubekommen. Und die gleiche Pumpe kann auch verwendet werden, wenn man das reinigt oder den Dünger praktisch rauspumpt. Das werdet ihr gleich sehen. So, this pump is to put the slurry into the biogas digester or to get the fermented material, the fertilizer, out of the digester. So this is a heavy duty water pump and Mac will show you how it works. Das ist ja genial einfach.
Also wir haben jetzt in dem Workshop heute relativ eine gute Punktlandung gemacht. Um 1 Uhr war so ungefähr meine Schätzung, dass wir alles ausprobiert haben. Das freut mich sehr, dass das auch so geklappt hat. Also hier haben wir alle die ganzen Geräte gezeigt und deren Funktionen. Auch haben wir den Biogas-Stromgenerator laufen lassen und das Abnahmegerät der Bläser hier, der hatte genau die Leistung, die auch der Stromgenerator geben und bringen sollte. Also das ist ein 2,5 Kilowatt System und das Gebläse hat auch 2,5 Kilowatt Stromabnahme, also es hat wunderbar funktioniert. Ich freue mich darüber, dass das alles so gut geklappt hat und unsere Biogasblase ist deutlich schlaffer geworden, aber bei weitem noch nicht am Ende. Also ich schätze mal, dass wir den Generator auch noch eine gute Stunde oder zwei laufen lassen könnten. Und ich möchte mich bei euch allen ganz, ganz herzlich für die Mitwirkung an dem Workshop bedanken. Und auch dafür, dass ihr mit viel Geduld alle unsere Auspackerfahrungen und Zusammenbauerfahrungen geteilt habt. Ich freue mich sehr darüber, dass wir einige von euch in ihre Anlage nach Hause nehmen. Und ich denke, das hat so viel Spaß gemacht, dass man das durchaus nochmal wiederholen kann. Also euch allen ganz, ganz herzlichen Dank und guten Heimweg. Thank you.